viertes Rennen und damit das letzte Rennen des Herbstlaufes 22 in St. Peter-Ording. Nach diesen Rennen steht also fest, wer der Wochenendsieger ist und wer die Führung im Gesamtklassement der Deutschen Meisterschaft fürs Erste übernehmen wird. Und deshalb gehen wir auch gleich über in die Kursansicht für das Rennen. Wir starteten wieder zwischen der orangen Wendemarke und dem Quad. Direkt auf die schwarze Wendemarke am Fahrerlager durch das Ziel, welches mit grün und blau markiert ist. Und dann oben auf der Wasserkante blau, runter an die Dünung orange, schwarz, orange. Und dann sind zwei neue Wendemarken dazugekommen, und zwar blau und orange, welche dann eine neue Schikane im Renngeschehen darstellen. Und ein letztes Mal für dieses Rennwochenende gehen wir rein in die Startsequenz, aufgenommen von Tom Schepper mit der G1670, wie in den vorherigen Rennen auch schon. Wir sehen mit Blick auf die Startlinie, dass Louis Schepper dort einmal mehr den besten Start erwischt, gefolgt von Vincent Leib, Jan Grab, Nils Grab und Bernd Spiering, die als zweites die Startlinie passieren. Und mit Blick auf die Onboard-Perspektive von diesmal Vincent Leib, dem Gesamtklassement-Führenden, sehen wir, dass er dort leichter Hand an Louis Schepper schon vorbeigeht und Platz 1 des Renngeschehens einnimmt. Nachdem Vincent jetzt auf dem leichten Kreuzkurs die Führung übernommen hat und an der schwarzen Tonne vorbeigefahren ist, muss er das erste Manöver des Rennens fahren, in diesem Fall eine Wende, um auf die Ziellinie einzubiegen. Hier haben wir auch gleich den Griff zum Adjuster gesehen, das heißt, er stellt dem Kite jetzt ein bisschen mehr Leistung zur Verfügung, um aus dem Manöver schneller hinaus beschleunigen zu können. Diese Geschwindigkeit nimmt er dann natürlich auf dem Halbwindstück schön mit und fährt jetzt schon einen Vorsprung von ca. 5 Sekunden auf den zweitplatzierten Jan Grab heraus. Welcher sich dann in der kommenden Raumwindhalse, die wir ja schon in den vorherigen Rennen thematisiert hatten, gegen Tom und Louis Schepper behaupten muss. Wobei Louis Schepper die Raumwindhalse ein bisschen enger fährt als die anderen beiden Piloten und somit gleich an Jan Grab vorbeigehen kann. Tom Schepper seinerseits versucht dort auch noch auf die beiden aufzuschließen, muss sich aber den beiden erstmal hinten anstellen. Nach diesem ersten Überholmanöver sehen wir jetzt in dieser Einstellung die neu dazugekommenen Wendemarken. Da müssen die Piloten einmal von der Dünenkante Richtung Wasserkante aufkreuzen und zwei Wenden extra fahren. Das heißt, wir fahren jetzt auf die blaue Tonne, dann runter auf die orangene Tonne und nach der orangenen Wendemarke wieder zurück an die Dünenkante, wie in dieser Einstellung zu sehen, auf die weiße Wendemarke. Wo man dann denken könnte, dass Tom Schepper schon an Jan Grab vorbei ist, aufgrund des flacheren Winkels von Jan Grab auf die Tonne, können wir aber hier gut sehen, dass Jan dort wieder aufschließt und sogar an Tom vorbeigeht. Daraufhin folgt dann die bekanntliche Wende vor dem Ziel, wo wir sehen können, dass Gunnar Steffen mit dem grau-grünlichen Kite dort die Wende ein bisschen enger fährt und versucht, an den Piloten vorbeizugehen. Wir werden gleich sehen, ob sich das auszahlt. Offensichtlich hat sich das aktuell noch nicht ausgezahlt, aber Gunnar Steffen hat ja auch einen steileren Winkel zum Wind und verliert somit deutlich an Geschwindigkeit. Es kommt nämlich immer auf das optimale Verhältnis zwischen Winkel zum Wind, Geschwindigkeit und der gefahrenen Strecke an. Danach sind wir mal wieder unterwegs mit Vincent Leib, welcher an der Spitze einsam seine Runden zieht und sehen dort, wie er eng an der blauen Tonne vorbeischießt, dann sein Kite schön nach oben nimmt in der Raumwindhalse, um möglichst wenig Geschwindigkeit zu verlieren und biegt dann ein auf das lange Kreuzstück auf der Gegengeraden. Auf dem harten Stück an der Wasserkante kommt es dann zu einem Überholmanöver mit über 60 km/h, wo Tom Schepper an Jan Grab vorbeiziehen kann. Und was sich der Pilot mit der G166 dabei gedacht hat, ist ihm wohl selber nicht richtig bewusst. Er sitzt dort im Buggy wie beim Friseur und lässt sich dann in der Raumwindhalse noch die entscheidenden Meter von Tom Schepper abnehmen. In der nächsten Runde sehen wir dann ungefähr an derselben Position den Führenden der Händelkite-Klasse, Ulrich Herrl mit der G442 und seinem Z3 Zebra-Kite. Und mit Blick auf die Ziellinie können wir unseren Junior einfangen, Ravi Kobanicki, der dort ein bisschen überpowered über die Ziellinie schießt, mit seiner 12 Quadratmeter Aero V2. Eine Runde mehr haben schon Timo Nüssmann und Bernd Spiering auf dem Zähler, welche dann im Schlepptau mit Nils Grab, Eddie Scheppern und Ulrich Nestmann über die Ziellinie fegen. Danach blenden wir wieder über ins Verfolgerduell um die Podiumsplätze, wo Tom Scheppern jetzt nur noch wenige Meter hinter Louis Scheppern ist, der sich am Anfang des Rennens ja einigermaßen absetzen konnte. Und dabei müssen sie noch die beiden Überrundeten Ravi Kobanicki und Mika Oehler hinter sich lassen und es geht dann auf in die letzten Runden des Rennens. An der nächsten Zieldurchfahrt hat Guntram Leibrock wahrscheinlich ein wenig Eisenmangel und versucht an den Hinterachsen der Vordermänner zu lutschen. Und gerade dieses Duell zwischen den drei Piloten ist sehr entscheidend für die Gesamtklassementabrechnung, da alle drei noch gute Chancen auf die Podiumsplätze haben. Auf dem Kreuzstück nach der langen Raumwindhalse war es ein bisschen feuchter auf dem Fahrgebiet und da verliert Louis Schepper deutlich an Geschwindigkeit und Tom wählt ein bisschen den besseren Kurs und kann sich jetzt behaupten und ein Stückchen schneller an Louis vorbeiziehen. Das wird an der orangen Tonne nochmal ganz eng und da hat Tom die Nase vorn und Louis muss ein bisschen zurückstecken.
Jedoch fährt Tom ein Stückchen weiter rechts runter, verliert ein bisschen mehr an Höhe aufgrund des spitzen Winkels. Luis hat nach diesem Manöver aber noch ein bisschen mehr Höhe, aber da klebt Guntram Leibrock auch schon direkt an seiner Hinterachse. Und da verheddern sich der orangene und der lilane Kite ein wenig. Aus der Nummer kommt Guntram ein bisschen eleganter heraus und Luis verliert direkt zwei Plätze auf einen Schlag. Tom kann sich behaupten, indem er als erster an der blauen Tonne die Wende zieht. Und direkt danach sehen wir im Blick nach hinten noch einmal, dass Guntram es auch vor Luis geschafft hat, die Wende zu ziehen. Somit verliert Luis ärgerlicherweise zwei Plätze auf einmal kurz vor der Zieldurchfahrt. Danach winkt Peter Niebel den erstplatzierten Vincent Leib ab. Ihm folgt Tom Scheppern auf Platz 2, wie wir eben gesehen haben. Folgt dann Guntram Leibrock auf Platz 3, Luis Scheppern auf Platz 4 und fünfter wird Gunnar Steffen. Auf Platz 6 reiht sich dann Timo Nissmann in das Gefolge ein. Platz 7 Jan Grab, Platz 8 sein Bruder Nils Grab. Auf Platz 9 kann dann Eddie Scheppern einfahren und Platz 10 komplettiert Bernd Spiering. Und Hälfte 2 des Renntableaus eröffnet Ulrich Nestmann mit der G374, gefolgt von unserer erstplatzierten Dame Anja Hötsch, genauso wie unserem Juniormeister Ravi Komaniki. Und die restlichen Rennergebnisse seht ihr dann rechts eingeblendet, die letzten Fahrer trudeln ein. Und somit folgt dann wenig später auch schon die Gesamtabrechnung bzw. die Siegerehrung für den Herbstlauf in St. Peter-Ording 2022. Nach den vier gefahrenen Rennen am Wochenende ergibt sich folgende Gesamtwertung. In den Junioren dominiert Ravi Komaniki vor Mika Oehler. Die Damenwertung führt Anja Hötsch an. Die Wertung der Händelkites Herren gewinnt Ulrich Herrl vor Carsten Flentke und Jerome Oehler. Und die Klasse Deepower Kites Herren gewinnt ganz souverän Vincent Leib vor Guntram Leibrock auf Platz 2 und Gunnar Steffen auf Platz 3. Das war's auch schon mit unserer ersten Rennberichterstattung. Wir bedanken uns fürs freundliche Zusehen und hoffen, dass wir uns das nächste Mal am Strand wiedersehen.